Danke, Babe. Moin Moin und herzlich willkommen zu TWS. Wir sind mal wieder bei Saga und ihr habt es sicherlich schon erraten, heute wird's verdammt versaut, denn wir bauen einen Schweinepferch. Da die Arbeitsschritte beim Schweinepferch zunächst die gleichen sind wie beim Zaunbau, gehe ich hier nicht ins Detail. Ich schnappe mir also als erstes meine kleine Strukturplatte, die ich mir hier zurechtgeschnitten habe. Je nachdem, welche Form euer Schweinepferch haben soll, solltet ihr darauf achten, dass ihr das auch schon mal von vornherein in Form bringt. Das wäre zum Beispiel auch oval, rechteckig, rund, alles Mögliche denkbar. Ich schneide jetzt erstmal diese Platte zurecht. Für den nächsten Schritt schnappe ich mir dann hier diese kleinen Schaschlikspieße. Die habe ich schon zurechtgeschnitten auf ungefähr 2 cm Länge. Und die klebe ich als Zaunpfosten bzw. als Begrenzungspfosten für den Schweinepferch auf das Base. Im nächsten Schritt nehmen wir uns so ein biegsames Holz und das flechten wir dann zwischen die Zaunpfähle. Im nächsten Schritt werden wir alles, was außerhalb des Zaunes ist, mit Sand bestreuen. Das ist dann hier diese Fläche. Wenn da ein bisschen was nach innen kommt, dann ist das nicht so wild, denn da werden wir später noch mit Spachtelmasse drüber gehen. Das Base ist jetzt soweit getrocknet. Jetzt habe ich mir für den nächsten Schritt hier so Modelliermasse genommen. Beziehungsweise geht auch Spachtel oder Fugenmörtel oder irgendeine andere Pampe, die ihr euch zusammenmischen könnt. Ihr seht, die ist relativ breiig, das muss auch so sein. Die darf nicht zu flüssig sein, weil sie uns ansonsten vom Base runterfließt. Und die schmiere ich jetzt einfach großzügig in die Mitte rein. Wenn die Masse dann soweit verteilt ist, dann schnappe ich mir hier so einen Schaschlikspieß oder ich kann auch den Spachtel nochmal nehmen und raue das Ganze ein bisschen auf. Wenn so ganz kleine Spitzen entstehen, die würde ich einfach nochmal ein bisschen flach drücken. Die kann man aber auch später, wenn es getrocknet ist, einfach nochmal abschaben. Das Ganze muss jetzt erstmal trocknen und dann können wir das grundieren und anmalen. Während der Matsch am Trocknen ist, bauen wir uns schnell einen kleinen Futtertrog. Dafür nehme ich wieder hier so ein Holzstäbchen. Ich sag mal hier so 4 cm Länge ungefähr. So, und dann brauchen wir für die beiden Seitenwände auch nochmal ungefähr das gleiche. Gucken wir, wie hoch ist so eine Seitenwand. Das ist ungefähr 1 cm. Das heißt, wir brauchen dann hier für die Seiten auch nochmal jeweils 1 cm. So, dann haben wir einen Boden, die beiden Seitenwände und für die kurzen Seiten. Dann nehmen wir uns dann jetzt Holzleim und kleben das einfach zusammen. Wenn das hier am Rand ein bisschen übersteht, macht das nichts. Da kommen gleich die Teile noch ran. So, das kann ruhig so ein bisschen schief und krumm aussehen. Ich meine, es ist ein Schweinetrog, da wollte ich hier von essen. Wenn der Trog dann kurz angetrocknet ist, machen wir da Klebe rein und dann schütten wir ein bisschen Sand hinterher. Und das Ganze lassen wir dann auch trocknen. Wenn der Futtertrog dann so ein bisschen angetrocknet ist, dann können wir da unten einen Klecks Leim drauf machen und das auch auf die Base kleben. Dann muss das wieder ein bisschen antrocknen und dann können wir das grundieren. Zum Anmalen schnappe ich mir wie immer meine Abtönfarbe, einen großen Pinsel, die Farbe verdünne ich ein bisschen mit Wasser und dann gehe ich da einfach großzügig über das Geländestück drüber. Ich würde nicht unbedingt Farbe nehmen, die ihr auch für Modelle verwenden könnt, weil hier der Matsch schon ganz schön saugfähig ist, vor allem wenn ihr da irgendwie Fugenmörtel genommen habt. Insofern greift lieber auf etwas gröbere Farbe zurück, die funktioniert genauso gut. Ist zwar jetzt noch nicht ganz trocken, aber das macht nichts. Denn bevor ich trockenbürste, möchte ich noch diese Schweinchen, die ich mir hier von Gripping Beast geholt habe, auf das Base kleben. Das hat den Vorteil, wenn ich gleich trockenbürste, dann bekommen die an den Beinen schon ein bisschen Matsch von dem Zeug ab, was dann halt auch später auf der Base ist. Das sieht dann alles ein bisschen authentischer aus. Um die Schweinchen aufzukleben, richte ich mir hier auf den Spachtel so ein bisschen Klebe drauf. Dann kann ich die Hufe einfach eintunken und gucke dann, wo das hier hinpasst. Durch den Kleber alleine halten die Schweinchen später vielleicht noch nicht so gut. Aber da kommt ja noch was drauf und dann backen die richtig fest und dann kann da auch nichts mehr passieren. So, beim Schweinepferch ist jetzt endlich alles soweit durchgetrocknet, so dass wir tatsächlich auch dann zum mehrfach angekündigten Bemalen kommen. Hier halten wir es demnächst so wie bei meinem Zaunatelier, dass ich erstmal den Zaun in einem relativ dunklen Braun tuschen werde.
Und das Gleiche werde ich auch, da der Matsch innerhalb des Geheges natürlich auch sehr schlammig sein soll, dort zu handhaben. Wenn ich den Matsch einmal soweit durchgewascht habe, nehme ich mir noch ein etwas helleres Braun. Da mache ich ordentlich Wasser zu, sodass das auch nochmal so eine Art Wash wird. Und da gehe ich dann etwas grober über die ganze Sache nochmal drüber. Dann hat man ein bisschen mehr Konturen drin. Den Matsch finde ich dann jetzt soweit in Ordnung. Der ist jetzt auch fast trocken. Jetzt muss ich den Zaun noch ein bisschen trocken bürsten, dass er in etwa auch die Farbe bekommt, wie er von meinen anderen Zäunen hat. Ich nehme dafür ein etwas helleres Braun. Und dann gehe ich damit nicht nur über den Zaun, sondern auch über den Futtertrog rüber. Wenn der Zaun dann soweit fertig trocken gebürstet ist, dann werde ich das gleiche Braun verwenden, um die Base nochmal trocken zu bürsten. Und danach werde ich dann mit einem etwas helleren Braun nochmal drüber gehen. Das Futter im Trog bemale ich auch noch. Da werde ich einmal das helle Braun nehmen. Einmal ordentlich drüber. Dann nehme ich mir noch ein dunkles Grün. Das bürste ich dann einmal nur ganz grob nochmal da drüber. Und mit dem restlichen Grün, was ich noch über habe, habe ich noch einmal hier jetzt den Zaun etwas getuscht. Der ist dann unten am Fuß halt schon ein bisschen vermodert. Da wächst dann schon das Moos lang. Jetzt nehme ich mir wieder hier diese vorgefertigten Grasbüschel, die ich auch schon bei den Zäunen benutzt habe, und werde die noch hier an 3-4 Stellen auf das Base kleben. So, theoretisch wäre der Schweinepferch jetzt spielbereit und fertig, aber ich habe hier noch so ein Kunstwasser und ich habe auch noch Pigmente und die wollte ich schon immer mal ausprobieren. Insofern werde ich das jetzt hier machen. Ich nehme dazu ein kleines Gefäß, schütte da erstmal ein bisschen was von dem Wasser rein. Dann nehme ich mir ein kleines bisschen Pigmente dazu und verrühre das einmal gründlich. So, das ist jetzt so eine richtig schön braun-matschige, aber dennoch leicht durchsichtige Pampe geworden. Und die schütte ich jetzt in die tiefsten Vertiefungen einfach mal rein. So, und jetzt nehme ich mir noch das Wasser hinterher und mache da in die nicht ganz so tiefen Stellen auch noch ein paar Spritzer rein. So, und das muss jetzt mindestens 24 Stunden trocknen. So, noch ein kleiner Tipp, da das ja sehr lange trocknet und in der Luft immer Staubpartikelchen unterwegs sind, würde ich das Ganze noch abdecken. Ich nehme jetzt hier einfach eine Tupperschale. So ist das dann relativ geschützt und kann dann auch in Ruhe trocknen. Und dann sind wir tatsächlich fertig. So, das war's leider schon für heute. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Wenn ihr auch was Schweinisches zu erzählen habt, schreibt uns das in die Comments. Wir freuen uns drauf und bis zum nächsten Mal. Moin Moin und herzlich willkommen zu Okay. Danke, Babe. Moin Moin und herzlich willkommen zu TW. Bisschen schneller, das ist ja TW. Danke, Babe.